Ja, einen wunderschönen guten Tag heute hier in Burgheide am 30.04. Mein Name ist Andreas Greibe, ich bin hier der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Burgheide. Ich möchte erstmal begrüßen heute unsere Gäste, Frau Lambeck vom Bund, Herrn Eckbert Neumann, wo ist er? Da ist er, vom Land, ja. Dann unseren Amtsdirektor Marco Köhler, hallo nochmal. Dann möchte ich noch begrüßen unsere ehemaligen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Jetzt sehe ich erstmal Angelika Schulz, ja. Frau Fischer, wo ist sie? Da hinten winkt sie, ganz klein. Und den Karl-Ernst Schüler, den habe ich gerade durch die Lücke gesehen, ja, die hier über die letzten 30 Jahre die Gemeinde geprägt haben. Begrüße auch noch die Jungs, die hier geplant, gebaut und erdacht haben, alle recht herzlich. Herr Nitsche, Firma Stockmann, ist da jemand da? Nee, ne? Doch, ja, da ist er. Genau, Holzrichter. Holzrichter ist auch da, ja. Und die IT-Komponente steht schon da rechts. Wir hatten ja öfters miteinander zu tun. Ja, mal kurz einen Abriss zu geben hier. Burgheide ist Mitglied im Amt Brück. Das Amt Brück hat 6 Gemeinden in sich vereint. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark, und ich denke, dass wir im Land Brandenburg sind, das erschließt sich, glaube ich, hier jedem von selbst. Kurzer Abriss der Zahlen. Burgheide hat eine Fläche von 502 Hektar. Sieht man dem Ort vielleicht so gar nicht an im ersten Moment. Und zum Jahresende hatten wir 2034 Einwohner hier in Burgheide. Und seit den letzten 5-6 Jahren ist Burgheide, sage ich mal so, am Explodieren. Ja, ich möchte einfach noch mal kurz ausführen, die Idee des Radweges Deutsche Einheit verdeutlicht vor allem das Zusammenwachsen Deutschlands seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Einheit hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2015 gemeinsam mit den Ländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin den Radweg initiiert. Er verbindet die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn mit dem heutigen Bundeshauptstadt Berlin. Der Radweg führt durch 7 Bundesländer und präsentiert rund 100 historische Schauplätze und Erinnerungsstätten. Mit einem neuen Ausstattungsstandard und digital vernetzt soll sich von anderen Radwegen absetzen. Ein neuer Maßstab in der Verknüpfung von Radtourismus und Digitalität und Elektromobilität. Entlang des Radweges von Bonn nach Berlin sind seit 2018 bislang 14 Radstätten entstanden, die in Errichtung vom BMVI finanziert wird. Weitere Radstationen sind in Planung. Der Radweg Deutsche Einheit ist insgesamt 1100 Kilometer lang und 90 Kilometer dieses Radweges führen hier durch Brandenburg. Ja, dann gab es eine Interessenbekundung über den Bund und über das Land und wir als Gemeinde haben gesagt, okay, hören wir uns einfach mal an, war im Frühjahr 2016. Haben dann gemeinsam diesen Standort hier entwickelt. Wir hatten 2 weitere noch im Auge gefasst, und zwar am Bahnhof oder direkt am Kaniner Weg. Wir haben uns aber für diesen Standpunkt hier entschieden, aus dem einfachen Grund, weil hier ist der Marktplatz, hier ist das Naturbad, das Bistro. Hier ist für Radfahrer vieles ganz einfach erreichbar. Übernachtung, Hotel Kiltika wäre möglich, natürlich Hotel Fliegerheim am Bahnhof. Und die Einkaufsmärkte sind auch in der Nähe, also Paradies für Radfahrer, weil ich auch selber Radfahrer bin und viele, viele Touren schon in meinem Leben und längere Touren gemacht habe, ist das natürlich hier so eine hervorragende Sache, muss man einfach mal sagen. Ja, die Lage des Radweges ist dementsprechend auch ideal, kommt von Brück über Neundorf, weiter an der B246 und hier direkt durch Burgheide. Und als Höhepunkt kann man sagen, kreuzt oder vereinen sich die Radwege der A1, der Radweg Deutsche Einheit und die Tour Brandenburg vorne am Bahnhof. Also Burgheide ist radtouristisch sehr, sehr gut erschlossen und das wird natürlich jetzt auch noch viel, viel, viel größer werden, ist meine Meinung. Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir hier auch zur Deutschen Einheit noch ein Baumdenkmal gepflanzt haben.
ist im hinteren Bereich zu sehen, wo das Schachbrett steht, zur 25 Jahre Deutsche Einheit, ist initiiert worden über die Gemeindevertretung und besonders dem Uwe Schomburg und dem Burkhard Berlin möchte ich da danken, so dass wir doch mitten im Zentrum dieses Landes heute verankert sind seit fast 30 Jahren. Ja, ich möchte auch eigentlich jetzt schon beschließen und sage mal, wir wünschen uns heute schönes Wetter, haben wir schon. Und vor allen Dingen den Leuten, die die Radstation nutzen, digital natürlich, oder auch ihr Akku aufladen können dabei mit Photovoltaik, hier immer viel Spaß. Und es gab auch schon viele, die sich hier informiert haben. Ich würde jetzt sagen, Marco, du kannst. Ja, bestes Radfahrwetter. Die beiden Herren vom Borgheide TV haben gesagt, die haben sich ums Wetter gekümmert. Vielen Dank nochmal, hat super geklappt. Wir sammeln dann. Darauf war Verlass. Sehr geehrte Frau Lambeck, sehr geehrter Abteilungsleiter Herr Neumann, Referatsleiter, den Namen habe ich leider hier nicht zu stehen, sehr geehrte Frau Bayer, sehr geehrte Frau Brandt vom Landkreis, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin aus der Nachbarkommune, also auch die Nachbarkommune Borgwalde ist hier vertreten und ich habe auch noch eine Gemeindevertreterin gesehen. Herzlich willkommen. Unsere Polizisten, passt ja bei Radverkehr auch, habe ich auch gesehen, den Revierleiter des Polizeireviers Bad Belzig, die hier zuständig sind, möchte ich auch recht herzlich begrüßen. In einem kurzen Presseinterview, ich glaube es war in der letzten Woche, Andreas, da hast du gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin Christine Brauns ein kurzes Interview in der Matz gegeben zu dieser Radstation und der heutigen Eröffnung. Hast einen kurzen, aber prägnanten Satz gesagt, wir sind jetzt für Radtouristen weltweit zu sehen. Und ganz genau so ist es. Durch diese Vernetzung ist tatsächlich Borgheide dann in aller Munde. Und es kommt eins hinzu, wir sind tatsächlich auch die Ersten im Land Brandenburg. Ne? Wir haben es im kurzen Vorgespräch festgestellt, noch vor der Landeshauptstadt. Also wenn das kein Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde Borgheide ist, dann weiß ich es auch nicht. Viel Werbung müssen wir gar nicht machen für unsere Gemeinden, das hat der Bürgermeister auch festgestellt. Nicht nur Borgheideplatz aus allen Nähten, Borgwaldeplatz aus allen Nähten und da haben wir durchaus auch ernsthafte Schmerzen. Auch das haben wir im Vorgespräch schon besprochen. Wir wachsen, das ist gut so, aber andererseits fliegt uns auch unsere Infrastruktur so ein bisschen um die Ohren. Wir sind gerade dabei, hier in dieser Gemeinde eine Schule bauen zu müssen, das sage ich so, weil es sehr teuer ist. Wir sind dabei, in der Nachbargemeinde eine Kita bauen zu müssen, das sage ich auch, weil es sehr teuer ist. Und da wir ja auch viele Entscheidungsträger aus Bund und Land hier haben, möchte ich da auch ein Stück weit Werbung zu machen. Wir Kommunen brauchen da Unterstützung. Und zwar finanzielle Unterstützung, weil alleine können wir das nicht stemmen. Aber jetzt möchte ich zur Radstation kommen, weil deswegen sind wir ja hier. In erster Linie haben wir hier tatsächlich eine technische Innovation. Und auch die jungen Bürger der Gemeinde Borgheide haben das für sich schon entdeckt und haben als Interessantestes da festgestellt, sie haben freien WLAN-Zugang. Also es ist tatsächlich festzustellen, spätestens nach Schulschluss treffen sich die Jugendlichen und nutzen diese Station als WLAN-Hotspot. Aber grundsätzlich war die Idee eine andere. Es soll für Fahrradfahrer sein, dass sie hier ihre Fahrräder, zum einen ihre E-Bikes aufladen können, dass sie ihre Handy-Akkus laden können, dass sie Informationen zum Radweg Deutscher Einheit hier erhalten können, aber auch zur Umgebung, zu Möglichkeiten, wo kann man übernachten, wo kann man ein Restaurant besuchen. Diese Dinge soll diese Radstation darstellen. Ich war, wenn ich ehrlich bin, wo es hieß, zur Beschlussfassung, hier in Borgheide kommt diese Radstation, dachte ich im Vorfeld, es wird ein riesen Gebäude, ein riesen Komplex und war im ersten Moment so ein bisschen überrascht. Mensch, klein und schnucklig, aber es ist genau das, was es sein soll. Es stellt genau das dar, was es muss und es funktioniert offensichtlich und wird jetzt schon angenommen, bevor wir es öffentlich tatsächlich heute eröffnet haben. Ja, 90 Kilometer Radweg Deutscher Einheit gehen durch Brandenburg. Ein Streckenabschnitt ist durch unser Amtsgebiet und hier auch durch Borgheide. Und tatsächlich ist Borgheide sehr gut radtechnisch erschlossen. Auch die Stadt Brück ist grundsätzlich sehr gut an Borgheide dann angebunden und angeschlossen. Und auch darüber habe ich im Vorfeld schon gesprochen mit dem einen oder anderen Entscheidungsträger. Das ist aber nicht alles, was uns hier in unserem Amt Brück bewegt. Ich sehe gerade unseren ehemaligen Minister Hugo. Schön, dass du kommen konntest. Ohne Fahrrad heute. Okay.
Wir haben auch andere Probleme zum Thema Fahrradverkehr und es ist in aller Munde. Überall weltweit kämpfen wir gegen den Klimawandel. Wir wollen den Fahrradverkehr verstärken und meines Erachtens ist es auch richtig, dass gerade in Metropolenräumen diese Dinge durch die Politik gestärkt werden. Aber ich möchte auch darum werben und darum bitten, den ländlichen Raum nicht zu vergessen. Weil die Bürger hier bei uns im ländlichen Raum, und wenn ich auch gehört habe, so richtig ländlicher Raum sind wir nicht, aber ja, doch sind wir, haben auch ein Anrecht, mit Fahrrad zu fahren und haben auch oft die Notwendigkeit, Fahrrad zu fahren. Weil im ländlichen Raum kommt hinzu, dass der öffentliche Personennahverkehr nicht der ist, der in Metropolenräumen ist. Und wir haben hier so eine spezielle Verbindung, das ist die Landstraße 85 zwischen den Gemeinden Golzow und Brück, führt direkt durch die Gemeinde Planebruch mit drei kleineren Gemeinden. Und diese Damen und Herren und insbesondere auch Kinder haben gar keine Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu einem Supermarkt zu fahren, keine Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu einer Schule zu gelangen, weil es einfach schlicht und ergreifend viel zu gefährlich ist, diese Landstraße zu nutzen. Die wird nämlich oftmals auch noch als Abkürzung zwischen den Autobahnen 2 und 9 genutzt durch 40 Tonner LKWs. Und für uns ist da ganz wesentlich, und wir kämpfen seit 11 Jahren, insbesondere mit Unterstützung durch unseren Tourismusverein und auch unseren Vorsitzenden, Herr Koska ist ja auch anwesend, seit 11 Jahren kämpfen wir darum, ganz intensiv endlich diesen Fahrradweg zu bekommen. Und ich kann nur darum bitten und werben, dass wir von allen Ebenen und vielleicht auch vom Bund dort unterstützt werden, dass wir diesen Fahrradweg bekommen. Ich hatte im Vorfeld auch gesagt, es gibt noch so eine Besonderheit und deswegen ist es für den Bund nicht ganz uninteressant. Gerade die Gemeinde Planebruch hat gar keine Möglichkeit, irgendwohin auszuweichen. Auf der einen Seite ist das große Naturschutzgebiet, Trappenschutzgebiet, das darf nicht betreten und befahren werden. Und genau auf der anderen Seite der Gemeinde befindet sich ein großer Truppenübungsplatz des Bundes und somit auch Bundesaufgabe. Vielleicht lassen sich da auch irgendwelche Synergieeffekte finden, dass man da tatsächlich zueinander kommt. Wir sind dafür alle Ideen, die umsetzbar sind, auch offen und würden uns über jede Unterstützung freuen. Und dann habe ich auch gesehen, dass die AGFK hier vor Ort ist. Auch wir als Amt haben im letzten Jahr gemeinsam, also der Amtsausschuss hat auf Vorschlag von uns als Verwaltung dem zugestimmt, dass wir einen Mitgliedsantrag stellen zur Aufnahme AGFK. Das soll dies Jahr dann auch noch passieren, dass wir dort vorsprechen und Mitglied in der AGFK werden und wollen uns, wie gesagt, zum Thema Radverkehr breit aufstellen. Nur habe ich mich überhaupt gar nicht an die Dinge gehalten, die ich mir so aufgeschrieben habe, beziehungsweise Frau Braunsbier aufgeschrieben hat, und auch nicht so viel über die Radstation erzählt, aber ich glaube, Herr Kreilich hat da sehr gut schon den Einstieg gefunden und ich glaube auch von Ihnen wird da das eine oder andere Wort zum Gesamtprojekt dieser Maßnahme kommen. Mir waren aber diese Dinge außerordentlich wichtig, dass ich die in dieser Runde mal loswerde. Okay, vielen Dank. Ich finde das ganz toll. Mein Name ist Carola Lambeck, ich bin die Radverkehrsbeauftragte des Bundesverkehrsministeriums. Freue mich sehr, heute mit Ihnen hier zu sein. Freue mich riesig, dass wir so viele Menschen da haben, die sich dafür interessieren. Und ich bin auch ganz beeindruckt davon, dass wir zur Einleitung jetzt zwei doch auch eher politische Reden gehört haben zum Thema Radverkehr und zu den besonderen Herausforderungen hier vor Ort. Das zeigt, dass das eine sehr, sehr lebendige Gemeinde ist, ein sehr lebendiges Amt. Das freut mich sehr, auch dass man sich dem Thema Radverkehr intensiv verpflichtet sieht. Das ist eine ganz, also das freut mich, auch wenn es das Land, ich begrüße auch Herrn Neumann, und wir als Bund uns da vielleicht manchmal auch, natürlich das auch schwierig ist, wo sind Zuständigkeiten, wie kann man unterstützen, wie kann man vorangehen. Aber ich finde das toll, weil wenn das nicht von vor Ort ausgeht, von wo aus soll es sonst ausgehen? Ne? Also beim Radverkehr ist das besonders wichtig. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, mit Ihnen gemeinsam gleich die erste Radstätte, der Herr Kreibich hat es schon gesagt, hier in Brandenburg zu eröffnen. Er hat mir meinen Ansatz geklaut. Ich wollte nämlich auch sagen, Sie sind sozusagen absoluter Vorreiter in Brandenburg vor der Landeshauptstadt, also definitiv ganz vorne dran, was mich besonders freut. Wir haben tatsächlich 2015 zu 25 Jahre Deutsche Einheit mit den Ländern, die beteiligt sind, die sieben Länder, die Herr Kreibich netterweise schon genannt hat, und den beteiligten Kommunen diese Idee des Radwegs Deutsche Einheit geboren und haben gesagt, wir wollen das zu der modernsten Art und Weise des Radwanderns machen und eben hier auch mit WLAN, mit Möglichkeit zum Laden von Pedelecs, wir nennen die Pedelecs, nicht E-Bikes,
also die bis 25 km/h, aber man kann hier Akkus laden. Da unten sehen Sie, mit einem Zahlenschloss gesichert, sodass da auch kein Schlüssel irgendwo abgegeben werden muss, abgeholt werden muss. Sie können das selber programmieren, dort Ihr Fahrrad laden, während Sie, und deswegen ist diese Stätte hier so perfekt aufgehoben, während Sie vielleicht was essen oder vielleicht ins Schwimmbad gehen oder, wie ich gelernt habe, an dem Mehrgenerationenspielplatz, der jetzt auch demnächst eröffnet wird, tatsächlich einfach etwas Zeit genießen und auch Borkheide einfach ein bisschen besser kennenlernen. Dazu soll auch die digitale Komponente, wie wir das nennen, helfen, die Ihnen tatsächlich für die Region und zum Radweg Deutsche Einheit weitere Informationen gibt. Für uns ist das Thema Radwandern, touristische Nutzung des Fahrrads ein ganz wichtiges, aber wie das häufig so ist, eigentlich ist für Tourismus ein anderes Ministerium zuständig, nämlich das Bundeswirtschaftsministerium in der Bundesregierung. Wir haben uns trotzdem auf diesen Radweg gegeben, weil wir gesagt haben, das ist ein ganz wichtiger Einstieg, das Thema Radverkehr auch im Thema Alltagsmobilität zu verstärken, was uns ein wichtiges Anliegen ist. Herr Köhler und Herr Kreibig haben das auch schon genannt. Wir haben natürlich die Ziele beim Thema saubere Luft, Klimaschutz, bei anderen Dingen. Wir haben in den Städten, ich sage das jetzt auch mal, in den Städten tatsächlich von den Wegen, die mit dem Auto gemacht werden, ca. 40% sind kürzer als 5 Kilometer. Das ist auf dem Land, wissen wir auch, gar nicht so viel anders. Sie haben unglaublich viele Wege, die relativ kurz sind und für die viele Leute heute noch ins Auto steigen. Dort anzusetzen und zu sagen, das sind Wege, die sind perfekt fürs Fahrrad, ist etwas, was wir als Ministerium uns auf die Fahnen geschrieben haben, woraufhin wir immer gerne auch wieder hinweisen. Und wir wissen, dass wenn Menschen ihren Urlaub mit dem Fahrrad machen, und dafür wollen wir eben mit dem Radweg Deutsche Einheit auch ein dafür werben, das zu tun, das ist eine schöne Art des Urlaubs, den zu verbringen. Wir wissen, dass diese Menschen auch tendenziell im Alltag das Fahrrad mehr nutzen und das ist unser Ziel. Wir haben da wichtige Voraussetzungen zu erfüllen. Der Herr Köhler hat das angesprochen, er hat sich ja sehr konzentriert auf das Thema Infrastruktur. Was braucht man dafür? Man braucht auch Platz, man braucht vor allem aber auch Sicherheit. Wir wissen, dass viele Menschen das Fahrrad nicht nutzen, die Frauen noch ein bisschen mehr sagen, sie fühlen sich einfach nicht sicher. Und das ist schon ein Thema, das sollte uns umtreiben, zumal wir leider im vergangenen Jahr gesehen haben, dass die Zahl der tödlich Verunglückten auf dem Fahrrad tatsächlich auch angestiegen ist. Während wir sonst eine wunderbare Tendenz haben, die Zahl der Verkehrstoten zu senken, ist uns das auf dem Fahrrad in den vergangenen Jahren leider nicht in diesem Maße geglückt. Und wir haben da tatsächlich einiges zu tun. Deswegen ist das wunderbar. Hier haben Sie einen Radweg durch Borkheide, der parallel zur Straße geführt ist. Die Sichtverhältnisse sind wunderbar gegeben. Man sieht also sehr wohl, dass da jemand Rad fährt. Wenn Sie abbiegen wollen, haben Sie also den Radfahrenden schon lange im Blick. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Das Thema Sichtverhältnisse ist ein ganz wichtiges beim sicheren Radverkehr. Und gleichzeitig ist man aber baulich etwas getrennt von der Straße. Man muss nicht mit den LKW, mit den schnelleren fahrenden Autos zusammen sich die Straße teilen, sondern man hat seinen eigenen Radweg und fühlt sich darauf auch sicherlich etwas sicherer. Und das führt dazu, dass auch vermehrt Leute aufs Fahrrad steigen. Dafür herzlichen Dank, dass Sie das hier so perfekt ausgeführt haben. Wir sagen auch ganz herzlichen Dank dafür, für diese wunderbare Radstätte am perfekten Ort, hier mitten im Stadtzentrum am Marktplatz in Borkheide. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Ihnen heute diese Einweihung feiern können. Herzlichen Dank. Da den ganzen, die beteiligt waren an der Erstellung, schon gedankt wurde, würde ich das jetzt auch nicht wiederholen, aber das Team ist auch anwesend. Und wenn Sie da Fragen haben, können Sie die Firmen gerne ansprechen. Die haben Großartiges geleistet in ganz Deutschland und einen wirklich gemeinsamen Standard hier beim Thema Radstätte erfüllt. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Kreibig, sehr geehrter Herr Köhler, sehr geehrte Frau Lambeck, meine Damen und Herren, schönen guten Morgen. Dass Aufwand sich lohnt, sehen wir hauptsächlich auch am Wetter. Ja, ein besseres Wetter für die Eröffnung der Radstation kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, auch wenn Ostern schon mal einigermaßen vorgelegt hat. Ich möchte vielleicht zu Anfang dreimal Dank aussprechen. Das erste ist es, und das passiert nicht so oft, dass wir uns beim Bund bedanken. Ja, die Idee des Radwegs Deutsche Einheit ist aus vielen, vielen Gründen, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee, auch gerade im 30. Jahr
des Mauerfalls brauchen wir, glaube ich, auch gute Symbole und gute Möglichkeiten, das Thema Ost und West weiter zusammenzuführen, in den Austausch zu kommen. Und was ist dafür besser geeignet als ein Radweg Deutsche Einheit, der von Bonn nach Berlin führt. Also dafür herzlichen Dank, auch für das Engagement der Kollegen im BMVI, die gegen den einen oder anderen Widerstand, möchte ich nicht sagen, aber die Skepsis, das ganze Projekt dann durchgezogen haben. Der Bürgermeister, dem gebührt mein zweiter Dank. Ja, bei der Frage, wo kommt die Radstation in Brandenburg denn hin? Ja, aus den Abstandsforderungen, aus dem Gesamtprojekt hat er relativ zeitig und relativ intensiv die Hand gehoben und gesagt, nein, kann eigentlich nirgendwo anders hinkommen. Und ich glaube, die Wahl des Mikrostandortes ist auch perfekt. Also nicht irgendwo am Rand, so als vernachlässigbares Thema, sondern mittendrin da, wo eben auch die Möglichkeiten gegeben sind, die Radtouristen bei ihrer Station suchen, nämlich ja, etwas essen zu können, sich erholen zu können. Ja, baden gehen ist für Brandenburg ein ganz typisches Thema, passt hier hervorragend. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Wahl und es ist auch im Endeffekt für eine Gemeinde ein Schub. Sie haben zwar gesagt, sie brauchen keine weiteren Wachstumsschübe, aber ich glaube, die Unternehmen am Ort brauchen auch durchgehend Kunden und so ein Fernradweg, der gut vermarktet ist, führt auch dazu, dass wir dauerhaft Menschen haben. Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei einer Kollegin aus meiner Abteilung zu bedanken. Ja, Katrin Weyer, sie steht hier in der Mitte. Die gute Fee des Radverkehrs, auch diejenige, die zum Radweg Deutsche Einheit ganz viel beigetragen hat, die von Anfang an das Projekt betreut hat und die auch ja, zu denjenigen gehörte, die mit der Idee AGFK, Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Brandenburg, nicht locker gelassen hat und gegen das Votum des Städte- und Gemeindebundes dafür gesorgt hat, dass wir heute, glaube ich, einen gut lebensfähigen Nukleus der Zusammenarbeit der kommunalen Ebene im Bereich des Radverkehrs aufbauen konnten. Und ich freue mich sehr, Herr Köhler, dass Sie angekündigt haben, dass Sie auch die Arbeitsgemeinschaft verstärken. Und es ist auch wichtig, dass in der Arbeitsgemeinschaft ganz unterschiedliche Gemeindetypen drin sind. Sie haben dafür geworben, den ländlichen Raum nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, wie gesagt, Bockheide ist für mich noch nicht so ländlicher Raum. Da sind wir noch woanders unterwegs, in der Uckermark oder in der Prignitz. Aber es ist schon wichtig, dass wir nicht nur die großen Städte, die ohnehin mit einem, da sie auch eine größere Verwaltungskraft haben, mit einem Know-how auch für den Radverkehr ausgestattet sind, in der AGFK haben, sondern dass wir die AGFK eben auch noch mehr dazu machen, dass es ein interkommunaler Austausch dort ganz besonders möglich ist. Wir unterstützen das, aber ich glaube, es ist am wichtigsten, dass der Radverkehr von dort propagiert wird und von dort gepusht wird, wo er auch entsteht, nämlich in unseren Gemeinden. Touristischer Radverkehr ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in Brandenburg. Parallel zu der Veranstaltung gibt es eine andere wichtige Runde. Das Kabinett tagt heute in Forst und der Wirtschaftsminister wird im Rahmen der dringend nötigen Erneuerung der touristischen Radwege dort heute auch Förderbescheide für insgesamt 16 Millionen Euro für die Erneuerung von touristischen Radwegen ausgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir waren mal im Spitzenfeld Deutschlands mit den touristischen Radwegen. Das Ganze ist in den letzten Jahren ein bisschen buchstäblich gebröckelt und mit einer großen Initiative und mit viel Geld der Landesregierung und mit kommunalem Engagement sind wir auf einem guten Weg, dieses Verlorene auch wieder wettzumachen. Und der Radweg Deutsche Einheit gehört für mich eben auch mit dazu und auch mit einer modernen Radstätte. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir hier nicht von Kollateralschäden, sondern von kollateralen Nutzen gesprochen haben. Also, dass die Jugendlichen diese Gelegenheit des freien WLAN suchen, ist sicherlich so ein Kollateralnutzen, an den keiner derjenigen, die über den Radweg nachgedacht hat, von vornherein gedacht hat. Aber es ist sehr schön und ich glaube, das ist auch, zeigt auch, dass so ein Thema angenommen wird, vielleicht auf eine andere Art und Weise, als wir Planer uns das gedacht haben, aber dann doch auf eine schöne Art und Weise. Ja, was kann man der Gemeinde Bockheide und dem Amt weiter wünschen? Möglichst viele sollen davon Gebrauch machen. Die Wegweisung ist perfekt. Ja, ich glaube, es ist auch gut sichtbar. Und ich denke mal, es wird sich auch rumsprechen, dass die Radstätten einen Mehrwert haben für Radtouristen auf so einer Strecke und dass damit eben auch der Radweg Deutsche Einheit promotet wird und unterstützt wird, auch im Interesse des Landes Brandenburg. Sie haben Appelle an den Bund und uns gerichtet, das Thema Radverkehr auch infrastrukturell weiter zu unterstützen. Ja, das tun wir.
Ne, sicherlich so, dass wir irgendwie noch ja, gut 5000 oder fast 5000 Kilometer Landesstraßen ohne Radwege haben. An 1000 Kilometern haben wir es schon. Und wir haben uns für die nächsten Jahre ein 450 Kilometer Neubauprogramm auf die Fahnen geschrieben. Ja, da können nicht alle Radwege drin sein, die Bedarf haben und die auch örtlich einer Nutzung entgegensehen. Aber wir haben uns bemüht, mit einem sehr transparenten Verfahren und nach einheitlichen Kriterien das im Programm unterzubringen, was aus unserer Sicht in den nächsten Jahren finanziell und auch von den Ressourcen nötig ist. Und ich verrate auch kein Geheimnis. Auch ein Radweg findet nicht nur Menschen, die ihn mögen, sondern nicht jeder Grundstückseigentümer ist auch interessiert daran, dass über sein Grundstück ein Radweg führt. Und wir müssen mittlerweile auch mit allen Mitteln des Staates, nämlich auch mit dem Instrument des Planverstellungsverfahrens, dafür sorgen, dass wir Radwege dann auch realisieren können. Das ist leider so, aber das ist auch Teil des Gesamtthemas. Insofern vielen Dank für die Einladung heute hier. Und Sie haben die Gelegenheit ja genutzt, so ein kleines Volksfest, ja, Tanz in den Mai mit Maibaumaufstellung und Spielplatzeinweihung zu machen. Ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig, dass diese Radstätte jetzt nicht so als etwas ja, Neues, Modernes irgendwie hingestellt wird, sondern dass auch die Gelegenheit genutzt wird, zu zeigen, das ist mitten im Ort und wir tun etwas und Radfahrer sind uns willkommen. Insofern, ja, viel Spaß mit der Radstätte, viel Erfolg mit den Radtouristen, die hierher kommen werden und alles Gute. Vielen Dank. Ja, bevor wir jetzt richtig so anfangen können hier und das schöne Band zerschneiden, habe ich nochmal persönliche Worte. Und zwar möchte ich mich mal bedanken bei Frau Bayer persönlich für die Unterstützung. Bei Frau Brandt, wo ist sie? Vom Landkreis? Da hinten in der Ecke. Und Frau Brauns, die hier auch wirklich super Arbeit geleistet hat, in Nachfolge von Frau Hobum. Und immer wenn es Fragen und Probleme gab, Herr Nitsche, nochmal recht schönen Dank. Ja, und dann habe ich gesehen, leider vorhin, glaube ich, unter Jan Günther. Schön, dass du es geschafft hast. Da war ich noch nicht da. Ja, wer zu spät kommt, den bestraft. Kennen wir den Spruch, aber den brauchen wir. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Eröffnung. Frau Lambeck, Herr Neumann, wo sind Sie? Kommen Sie erst, komm her. So. Und gucken nach oben alle drei. Ja, gucken ja schon. Und nach vorne gucken. Ja, komm mal. Ja, nein, genau. Hey Marco, du immer zum Schluss, ja? Ja, ja.